In den Tiefen der einstigen Stadt, der Gefolgschaft des Grafen zu Gurke, kam es des entscheidenden Tages zu einer Schlacht um Leben und Tod. Die blauen Hasen der untoten Nation kämpften mit den Quallen der Gurken, und alles endete in einem Blutbad aus tausenden Kriegern. Auch wenn dies nichts mit diesem Battle zu tun hat, wünschen wir Ihnen eine gute Unterhaltung mit einer neuen Folge auf Dark Showdown. Am 26.05.2014 haben sich die Vertonerinnen Chanchidori und Yavijin mit der Creepypasta Sisterly Love ein Battle geliefert. Einmal mehr hattet ihr 5 Tage Zeit, um zu entscheiden, wer von den beiden die bessere war. Und nun werden eure Punkte ausgezählt. Zunächst der Juryvote, bei dem zu sagen sei, dass die Punkte, die die Jury vergeben darf, dank dem Abo-Unterschied zwischen Chanchidori und Yavijin von 1 auf 1,5 angehoben wurden. Bevor ich meine Stimme abgebe, möchte ich mich bei Chiaro bedanken, dass er die Creepypasta übersetzt hat. Kommen wir nun zur Bewertung. Ich muss sagen, dass ich Yavi im größeren Erzählteil etwas besser als Chanchidori fand. Allerdings fand ich, dass sie das Ending nicht so gut rübergebracht hat wie Chanchidori. Beide haben die Musik gut gewählt, bei Chanchidori fand ich sie doch aber noch etwas passender. Das hält sich ziemlich die Waage, weshalb ich mich eigentlich enthalten wollte, aber trotzdem denke ich, dass Chan ein bisschen besser war, aber wirklich nicht viel besser. Deswegen geht meine Stimme heute knapp an Chanchidori. Obwohl beide gut waren, geht mein Punkt diesmal an Yavijin. Das hat den Grund, dass Yavi mit mehr Nachdruck gesprochen hat und ich mochte dieses Aggressive darin, diese Verbitterung. Aber auch weil bei ihr die Musik dezenter war, bei Chan hat die mich so ein bisschen abgelenkt. Wie bereits gesagt wurde, hat Yavijin am Ende erst traurig betont, während Chan die ganze Zeit über traurig klang. Yavi hatte zwischendrin auch noch Parts, in denen sie aggressiv wirkte, was sie auch sehr gut hinbekommen hat. Chan hat auch die Trauer sehr gut rübergebracht, was mir wirklich gut gefiel. Die Musik passte bei den beiden gut, wobei ich sagen muss, dass ich Chans Musik schon sehr oft bei anderen Pastas gehört habe. Insgesamt fand ich, dass die traurige Stimmung zu dieser Creepypasta besser passte, als die aggressive, weshalb mein Punkt an Chan geht, obgleich Yavi ihre Stimmung auch sehr gut rübergebracht hat. Bei diesem Battle werde ich die Musik außer Acht lassen. Ich finde zwar, dass Yavijin die bessere Musik gewählt hat, dies kommt aber wahrscheinlich davon, dass ich das andere Lied zu oft gehört hatte. Es ist eine schwere Entscheidung, da beide Vertonerinnen eine sehr gute Leistung abgegeben haben. Beide haben eine gute Aussprache und Betonung. Ich würde aber behaupten, dass Yavijin in diesem Fall leicht besser war, auch wenn die Qualität des Tons etwas schlechter ist. Meine Stimme geht an Yavijin. Dann komme ich jetzt mal zu meiner Bewertung. Ich fange mit Chanchidori an. Ja. Chan hat die Musik sehr passend gewählt, hört sich einfach gut an zu ihrer traurigen Betonung und ja, von der Betonung her gibt es eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Das gleiche gilt für Yavi, die Musik ist da ebenfalls passend und die Betonung finde ich ebenfalls fehlerlos, könnte man schon fast sagen. Am Anfang ist Yavi aggressiv und wird gegen Ende hin traurig. Und Chan bleibt halt die ganze Zeit traurig und ich finde, das passt beides sehr. Ja, ich könnte zwar noch irgendetwas raussuchen, um noch irgendwas zu kritisieren, aber ich finde leider nichts. Und ich finde, die beiden haben ihren Job sehr gut gemacht und ich kann wirklich nichts kritisieren. Und deshalb kann ich mich auch beim besten Willen überhaupt nicht entscheiden, wer irgendwie einen Punkt jetzt von mir bekommen sollte und deshalb enthalte ich mich meiner Stimme. Für Chanchidori haben insgesamt 4 Leute von euch gevotet und Yavijin hat 13 Punkte bekommen. Durch den Juryvote kommt Chan also insgesamt auf 7 Punkte und Yavi auf 16. Also ist es relativ klar, herzlichen Glückwunsch an Yavijin, du bist die Gewinnerin in diesem Battle. Damit ist das dritte Battle gelaufen, das vierte wird Senior Pasta vs. Refinae.